Hallo Leute, von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und von Osten bis Westen, da bin ich wieder, euer lieber guter alter Mustang. Ja, Metal und hallo Leuten. Hier ist wieder euer Sky Tiger. Ja, Leuten, heute ermittle ich als Sherlock Sky Tiger Holmes. Und zwar bin ich Holmes, ganz genau. Falls ihr euch Fragen tut, wieso Holmes, eigentlich ganz klar, Sir Arthur Conan Doyle, der ja der geistige Vater von Sherlock Holmes ist, hat in einem Fernsehinterview von 1993, da war er so ungefähr 134 Jahre alt, da hat er selber gesagt, Leuten, es heißt nicht Holmes, sondern Holmes. Deswegen Sherlock Sky Tiger Holmes. Damit das für die Zukunft mal klargestellt ist. Ja, Leuten, ich bin dem Reinhold, dem Drachenlord, auf der Spur. Und zwar, er hat ein neues Tattoo auf seinem rechten Handrücken. Und er verleugnet dies. Er sagt, das ist gar nicht so, obwohl man es eindeutig sehen kann. Und die Beweise dazu kommen jetzt. Also von Dienstag auf Mittwoch um 0 Uhr. Ja, Leuten. Hier seht ihr das Tattoo auf seinem Handrücken, ganz eindeutig. Und man kann es sich auch mal unter einem Vergrößerungsglas angucken. Und es ist eindeutig ein neues Tattoo. Wir springen mal in dem Video, das von gestern ist, ein bisschen nach vorne. Und zwar kommt dann sein Lieblingsmatchpartner, der Prinz, auch dazu, der aus seinem Türkei-Urlaub extra für den Drachenlord mitmatcht. Und hört mal, was dort gesagt wird. Drache hat ein Tattoo, frag ihn mal. Drache, du hast ein Tattoo, frag ihn mal. Wo hast du dein Tattoo? Ah, hier am Arm. Ja. Jo. Sieht gut aus. Aber das habe ich doch schon lange. Lotti, mein Bester, was macht man so als Country-Sänger? Drache hat ein neues Tattoo an der anderen Hand, Prinz. Ja, weiß ich nicht. Hast du ein neues Tattoo, Bruder? Nicht, dass ich wüsste. Ich weiß auch von nichts. Rechte Hand drücken. So, hygienisch. Frag ihn selber, was ist los bei dir? Er hat kein Tattoo, Alter. Was ist los mit dir? Ich hab ein Tattoo. Ja, aber ich meine jetzt nicht auf den Handrücken rechts. Ach, rechts. Ja. Ja, mehrfach kommen TikToker zu Wort, die sagen, ja Drache, zeig doch mal deinen rechten Handrücken. Und der Reinhold, der zeigt mal seine linke Hand und den linken Handrücken oder auch die rechte Hand, aber nur die Innenfläche und nicht den Handrücken. Also Reinhold, was soll das? Er hat ja mal selber gesagt, er lügt nur dann, wenn er mit der Lüge andere beschützen kann oder
einen Vorteil für sich selber sieht. Also, wen will er mit dem Tattoo schützen? Oder welchen Vorteil hat Reinhold durch das Verleugnen seines neuen Tattoos? Kombiniere. Der Reinhold, der gibt das erbettelte Geld von seinen TikTok-Usern für Schnickschnack aus. So wie er es immer schon getan hat. Diesmal für ein Tattoo, was so, ich schätze mal, zwischen 120, 130 bis 180, 190 Euro gekostet hat. Ja, und anstatt das Geld zur Seite zu legen für seine MPU, so wie er es schon 100.000 Mal gesagt hat, betrügt er nun seine TikTok-Zuseher, Zuschauer und Geldspendner damit, dass er gar nichts für seine MPU zurücklegt, sondern das Geld rauswirft für Tattoos oder irgendwelche PC-Spiele. Also das, was eigentlich ganz, ganz unten auf einer To-Do-Liste sein sollte, macht Reini direkt. Ja, das, liebe TikTok-Drachenlord-Fans, passiert mit eurem Geld. Also, macht weiter so und schmeißt ihm das Geld in den Rachen, die ganzen Barne, alles in den Poppes vom Reini, vom Reinhold. Also Leuten, ich würde sagen, das war's für heute. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid beim echten Marvin. Und ja, ich würde mal sagen, das Sassen Nierhaus.